Du, mein lieber Freund. Wo ist er? Hier, du. Du bekommst den Stein des Blutens. Egomanie, Satanophobie, gebrechlich. Das mit dem gebrechlich, das stört mich etwas. Dann brauchen wir einen Heiler. Du kommst hier hin. Dann, du bist neu. Bogue, hier hin. Und dann darf Nikolas nochmal mitkommen. Das wird ihn freuen. Hoffentlich. Und wir können jetzt in ein Labyrinth, in einen Wald oder in Meereshöhlen. Das ist mir eigentlich relativ gleich. Nur Barbaren, gewöhnlich. Das weiß ich nicht. Pisse? Pisse! Pisse aus meinem Arsch! Ich hätte gerne, ne, nicht die Urkunde, sondern das die Porträts. Deswegen gehen wir ins Labyrinth. Stopp. Okay, wir gehen ins Labyrinth. Unser Gepäck wird gesammelt. Einmal Weihwasser mehr. Da kommt eins weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, so. Habe ich jetzt eine Bandage verkauft? Das wollte ich nicht. So, dann machen wir es mal so. Zur Reinigung von Gegenständen. Okay. Ich glaube, das reicht. Wir brechen auf. So. Oftmals kann ein klug platzierter Gegenstand aus deinem Vorrat vor den Gefahren interaktiver Objekte schützen, die dir begegnen. Das ist wahr. So, das Labyrinth hat auch etwas andere Gegner. Okay, wir gehen dann mal los. Wir sehen hier schon. Der Rucksack enthält Beute. Alles gehört, das behalte ich selbst. Du Fotze. Du Fotze. Ah, oh, verringert sich nicht beim Zurückgehen, okay. Du Fotze. Was hast du eigentlich? Besessen vom Übernatürlichen. Schön. Ich auch. Stressschaden gegen Bestien und Scheusalhasser. Klar wird die Schaufel verwendet. Und Kultisten. Entsetzliche Beschwörung. Ja, das hast du dir jetzt aber redlich verdient. Freaker. Nikolas bekommt auch einen Schlag in die Fresse. Seine kleine Fick. Das ist mein Bruder, da darf ich das sagen. Da wird hier mal ein bisschen geschnittet. Ah, der weicht aus und der wieder sitzt. Der widersetzt Bluten, das ist doof. Und er ist ausgewichen, das ist doof. Kopfgeld einfordern. Scharfer Haken, mach ihn fertig. 5 bis 10. 6 bis 12. Du bist der Nächste. Markiert einfach einen Gegner. Ich wäre schon fast für. Obwohl, ganz kurz. Betäubt. Okay. Dann. Bam! Ja, der Kolbenhieb, der bringt dir nichts. Aber du kannst diesen Richtspruch machen. Einen Richtspruch auf ihmchen und ist er tot. Auf ihmchen und ist er fast tot. Auf ihmchen, weil er noch nicht verletzt ist. Der macht mir am meisten Angst. Nächtlicher Schlag. Schön, Belekorte. Schön. Einmal niederstrecken, bitte. Schön. Ja. Mach ihn fertig, die blöde Fickfrau. Das ist eine Frau. Guck da, sie hat Brüste. Au.
Aber ist kein Problem. Da wird nämlich geschnittet. Schnitt. Und da ist Blut. Ich mag Blut. Okay. Dann kommt blendendes Licht für unser Licht. Er hat noch drei. Ich glaube, er hat nur noch zwei. Eifernde Anklage. Bollwerk des Glaubens. Komm, hau weg. Gezeichnet. Stärkung. Das heißt, wenn er jetzt angreift, ist gar kein Ding. Nein, tut er nicht. Schnitt. Schnitt. Aha. Alles nehmen. Und wir gehen weiter. Als nächstes kommt ein Raum mit Kuriositäten. Raumkampf mit Kuriositäten. Ein Schwein. Also das hier echt. Das sind Gegner. Ein Schweinespalter. Ein Schweinemeuchler. Ein Schweineabschaum. Ein Wahnsinniger. Erstmal die Ernte, damit zwei von vier anfangen zu bluten. Das ist schon mal ganz gut. Beschuldigung. Er hat ein faules Mundwerk. Ein ganz Erbrechen. Das war gerade eben erst in der Wäsche. Schämst du dich nicht? Widersetzt aber der Krankheit. Das finde ich schön. Kopfgeld einfordern. Wir müssen den Schweinespalter doch loswerden. Deswegen werde ich auch da jetzt so einen klitzekleinen Fokus drauflegen. 6, das ist natürlich schon mal gut. Weil dann, wenn Nikolas vor dem Schweinespalter drankommt. Très bien. Nein! Aber Nikolas war noch gestärkt. Ja, er blutet jetzt, aber er war gestärkt. So, wir können also jetzt eifernde Anklage mit gutem Gewissen machen. Apokalyptische Predigt. Der Typ, der macht mich fertig. Den hole ich auch gleich sofort nach vorn. Du verblutest. Ein Schnitt. Ja, weil er schon blutet. Dann ein scharfer Haken. Du kommst nach vorne, verdammt. Ne, du kommst nicht nach vorne. Ich hoffe, der kommt damit nach. Okay, ich sag nichts. Ich habe gedacht, der kommt damit nach vorne. Kam er im Endeffekt nicht, aber okay. Ich werde die eifernde Anklage machen. Er weicht aus. Das finde ich nicht so toll. Du heilst. 6. Was? 6 Blutschaden. Krass. 6 Blutschaden ist krass. Zur Heilung von Gifthauch, Fackel und Nahrung. Und hier ein seltsam anmutender Tisch. Möglicherweise findest du irgendwo Essensreste. Die werden erstmal gereinigt. Die Kräuter vernichten die Keime und wir bekommen Essen. Und zwar nicht zu knapp. Wir gehen in diesen Raum erstmal. Benutzen 2 Fackeln. Die Blutegel werden nichts mehr zu sagen haben. Ach, der hat noch geblutet, oder? Ich würde nämlich gern mal. Ne, hat einfach nur geblutet. Alles klar. Oh, er ist ein Labyrinth-Abenteurer. Minus 20% Stressschaden. Das freut mich. Burgst die unbenutzte Fackel. Jop. Du burgst die unbenutzte Fackel. Jop. Kampf? Nein. Kampf? Ah, eine Falle. Ich habe nichts gesehen. Blut. Blut ist nicht so gut. Ich würde auch gerne 1, 2, 3, 4, dass ich immer noch genug habe, um nachher lecker zu speisen. Und dann haben wir hier eine Kiste und 4 Spinnen. Was machen wir mit Spinnen? Ernten. Wir ernten Spinnen. Spinnen sind lecker. Okay, die Spinne hat ein Netz. In dieses Netz kommt der Nikolas rein. Ich frage ihn mal, ob er Netze mag. Wenn nicht, dann ist es halt so. Er ist gekennzeichnet. Okay. Dann heil du mal den Nikolas, weil der bekommt es sonst noch dick auf die Fresse. Ich würde sagen, Kopfgeld einfordern. Ah, das ist so doof. Gift. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Und ein Biss. Wir setzt Gift. Das ist schon mal gut. Und nochmal Gift auf den Nikolas.
Freund. Ich kann ihn noch nicht mal heilen vom Gift. Weil er ja betäubt war. Nicht du. Nein, nicht du. Hör mir doch zu. Wieder Gifthauch. Ich brauche meinen Heiler. Spiel du denn Solo? Heilung. Um 4, das ist ein Anfang. Dann hätte wohl vergiftet. Verwende das Gegengift. Ja, aus dem Inventar, um das Gift zu neutralisieren. Restlich auf das Gegengift, wenn dein Verletzer dann eine Reihe ist. Oh. Und niederstrecken, die blöde Sau. Und nochmal ein Solo. Wieso nicht? Dann wird der Nikolas nochmal geheilt. Oh, meine Güte. Das kann auch gut ins Auge gehen. Mach ihn fertig. Okay, hier wird dann erstmal mit einem schönen Schlüssel. Ja, das ist ganz gut. Puh, okay, also auch hier. 4, damit wir immer noch genug haben. Zum Glück haben wir so viel gefunden. Ah, Himmel. Ja, wir haben Hunger. Ach, wir könnten, die zwei könnten nochmal tauschen. Ich meine ja nur. Und weiter geht's. Dort lang. Eine weitere Falle. Das ist, wenn man nichts sieht. Ein Fass mit einer mächtigen Flüssigkeit. Diese würde ich gerne reinigen. Wirksame Medizin. Wer hat's bekommen? Er? Ich weiß gerade nicht. Hätte besser Nikolas das gemacht. Verdammt. Ganz kurz, ich möchte nur Ordnung schaffen. Jetzt haben wir auch nichts mehr zum Reinigen, also da müssen wir jetzt aufpassen, was wir anfassen. Erkunden, das ist schön. Versteckte Erbstücke, auch das freut mich. Eine Falle, die ist entschärft. Die freut sich Nikolas auch. Inhalt des Sacks gehört dir. Danke. Und Gegner. Okay, wir haben 2 Kultistenschläger und einen Schweinetrommler. Okay. Diese Expedition ist im Untergang geweiht. Ja, Schnitt. Ich hätte ernten sollen. Wieso? Ich mach doch das Falsche. Okay, 4. Kopfgeld einfordern. Bitte. Okay, 8. Opfer für die alten Götter. Du heilst ihn nochmal. Das hatte Nikolas bitter nötig. Niederstrecken und zwar die blöde Sau. Yes! Trommeln der Entkräftung. Zeitschnitt und Schwächung. Aber der Schnitt kann jetzt schön auf den Schweinetrommler drauf. Damit die fette Sau blutet. Kritische Heilung, das freut den Nikolas. Opfer für die Heilung. Der ist gekennzeichnet. Wieso gehst du auf Nikolas? Widersetzt Blut, das freut mich. Kopfgeld einfordern. Schwing! Tod. Tod und Verderben. Also, komm. Mach mal das, damit der einen nach vorne kommt. Niedergestreckt von der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Trommeln des Verderbens. Schon wieder. Bokai. Wieder wird der Nikolas geheilt. Das ist schön. Kopfgeld einfordern und das war's. So halb.
Denn es geht noch weiter. Okay. Aasfresser. Aber sie sind überrascht, die alten Lutscher. Ernte, bitte. Uhuhuhu, Crit. Du heilst den Nikolas nochmal, der ist ganz unten, der muss wieder nach oben kommen. Kopfgeld einfordern. Schwing! Tot, Bitch! Bitch! Niederstrecken. Bitch! Und erbrechen. Ja, das ist, ja. Trommeln der Entkräftung. Einmal auf den Nikolas. Okay, er ist markiert. Aber im Großen und Ganzen. Und er. Was, der darf direkt nochmal kotzen? Schön. Okay, widersetzte Krankheit, das freut mich. Und du darfst nochmal Trommeln des Verderbens machen. Schweine sind ganz schön schnell anscheinend. Schweinetrommler. Oh ja. Da ist Nikolas gerade gekommen, glaube ich. Mach ihn fertig, die blöde Sau. Bitte einen Schnitt hierhin, damit der nach vorne rückt zumindest. Du machst Bollwerk des Glaubens erstmal. Das ist wichtig. Du bist zwar gezeichnet, aber hast eine Stärkung. Und das Erbrech geht trotzdem auf Bogen G. Das stresst mich. Ein Schnitt. Blute, du Schwein. Und mach ihn fertig. So, du heilst. Ähmchen. Nochmal Bollwerk des Glaubens. Ja, wenn er drankommt. Blut. Schön. Alles klar. Puh. Können wir weiter? Ja, wir essen was. Wir haben genug. Wir haben genug. Noch eine Falle. Okay, ich habe aber noch Bandagen da. Die Kiste enthält Sachen. Ein Porträt und da ist der nächste. Aasfresser. Oh, wir wurden überrascht. Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Ganz. Oh, ich würde gerne gucken, wie es bei ihm aussieht. Kopfgeld einfordern. 7. Ja, das ist nämlich das Problem. Hierhin. Kauen. Oh nein. Gifthauch, okay. Bei den beiden ist es, glaube ich, egal, wo sie... Nein, bei ihm nicht. Er will wieder zurück auf seinen Platz. Darf er gleich. Aber er streckt jetzt erstmal nieder. Genau, erstmal das Gegengift. Und dann Bourget heilen. Noch mehr kauen. Er verfehlt. Das ist schön. Du schnittest bitte ihn. Oh, ein Crit. Und dann streckst du ihn nieder, bitte. Ja, nehmen wir alles mit. Du taust mit ihm. Nein! Ach, du taust mit ihm. Und du taust mit ihm. So. Perfekt. Wir können weiter. Keine Ahnung, was hier auf uns lauert. Gegner. Die überrascht sind. Wäre ich auch. Schön. Da gibt es erstmal schön Blut. Kopfgeld einfordern. Crit. Dann wird geheilt. Oder ich könnte nur mal einen Richtspruch machen.
Ich könnte ja noch mal einen Richtspruch machen. Erbrechen. Auf meine Vestalen. Zehrende Krankheit. Okay, irgendwann muss es ja mal so kommen. Sie ist furchtsam. Ich bin nicht bereit für diese Aufgabe. Naja. Trommeln der Entkräftung. Oh, ausgeglichen, zum Glück. Ich möchte bitte. Lass mich in Frieden. Okay, furchtsam. Wieso? Minus 50% Widerstand gegen Krankheit. Na toll. Wer wurde gekaut? Nikolas? Okay. Mach ihn fertig. Bitte hier hinten hin. Das reicht mir erstmal. Erbrechen. Ein Schnitt hier hin. Und einmal heilen für ihn, bitte. Das ist ganz gut. Ich setze mein Abenteuer fort, weil das ist noch nicht zu schlimm. Das kriegen wir hin. Stopp. Eins, zwei. So, es ist schön hell hier. Und dann sind wir hier. Dann benutzen wir eine Schaufel. Dann benutzen wir nochmal zur Sicherheit eine Fackel. Wir haben Weihwasser da. Was mit einer mächtigen Flüssigkeit. Könnten wir vielleicht. Der Gegenstand zeigt keine Wirkung. Sonst haben wir nicht viel. Und du bist vergiftet. Gegengift, das ist alles kein Problem. Süßes, Joas könnte besser sein. Richtspruch. 8. Das ist krass. 8 ist krass. Hackfleisch. Ich mag Hackfleisch. Ich glaube, ich gehe mir heute nachher noch Hackfleisch kaufen. Wieso? Weil ich es kann, Freunde. Weil ich es kann. Alles klar. So, Kopfgeld wird eingefordert von der Bitch. Es wird geerntet. Blut. Peitschensturm. Ich gebe dir gleich einen Peitschensturm in deine Fresse und ich benutze alle 5 Finger. Auch Bogey ist furchtsam. Ich habe noch nicht einmal was Positives bekommen. Wir wurden abgezockt. Du bist abgezockt. Wir haben keine Bandagen mehr. Niederstrecken. Okay, es ist ein Anfang. Wichtig ist, dass er geheilt wird. Ich mach ihn fertig. 3 leider nur. Flächendeckendes Feuer. Ich warte, bis er verblutet. Dann kommt der Schnitt. Weil wenn er verblutet, rückt er nach vorne. Oder jetzt auch schon. Aber nicht so weit nach vorne, versteht ihr? Das heißt, ich warte darauf, bis er verblutet. Tada! Das ist wichtig. Ja, ich weiß. Das ist ein Dungeon, Gottes Willen. So, du machst den Richtspruch und beendest die ganzen Schmarrn hier. Wir nehmen das Zeug auf. Du benutzt die Bandage. Und 2 Nahrung. Der letzte Raum. Wir sind durch. Okay. Das, es lief nicht verkehrt, denke ich. Es lief nicht verkehrt.
Neue Heldenstufe für jede erfolgreich abgeschlossene Quest. Quest erhalten deine Helden Helden-EP. Helden-EP bestimmt die Heldenstufe deines Helden. Die Heldenstufe steht für die Erfahrung deines Helden und wirkt als direkter Stresswiderstand gegen die Schrecken in den Dungeons. Ein Held mit niedriger Heldenstufe, der sich an einer schwierigen Quest versucht, wird schnell unter dem unvorstellbar hohen Stress zusammenbrechen. Zum Glück sind Bonvalet und Bourget jetzt auf Stufe 1. Beide müssen sich am besten geißeln lassen. Nicolas auf Stufe 2 ist, glaube ich, der Erste. Und Belcott hat auch nochmal gut zugelangt. Was hat er denn jetzt bekommen? Hagiomanie, besessen von Heiligkeit. Okay. Hylomanie, besessen von materiellen Dingen und Unheiligenhasser. Oh, Bourget. Und Präzisionsangreifer. Nicolas, das freut mich für dich. Okay, Woche 5, Kloster. Eddie hat sich gegeißelt und den Stress um 81 verringert. Jupp. Modui hat gebetet und den Stress um 69 verringert. Wo ist Modui? Da unten, perfekt. Torcliff hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen. Geheilte Krankheit, Darmkolik. Perfekt. Bonvalet ist jetzt Lehrling, Vestalin Stufe 1, Bourget ist jetzt Lehrling, Kopfgeldjäger Stufe 1, Nicolas ist jetzt Abenteurer, Kreuzfahrer Stufe 2. Nicolas, Belcotte, Bourget und Bonvalet haben viele Schweine im blutbesudelten Labyrinth erschlagen. Das klingt süß. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall ins Kloster, weil da kommt der Bourget jetzt rein. Und der Belcotte kommt rein. Nicolas braucht eigentlich gar nicht rein. Dann gehen wir aber noch in die Taverne, weil Bonvalet darf jetzt eine Runde vögeln. Die fleischlichen Begierden. Hier ist eine Extramünze. Ich war nie hier. Schön. Nachher geht Bonvalet sich noch behandeln wegen ihrer, wie heißt der Kram? Zerrenden Krankheit. Kutsche, was haben wir Neues? Neue Grabräuberin. Hacke ins Gesicht. Verschwinden. Nahkampf. Deutschwurf, Giftpfeil. Also flitzende Deutsche fehlen, aber Verschwinden ist da. Ist mir nicht genug. Ich hätte gern zwei Sachen, die sich eventuell ändern. Aber das ist zu wenig, glaube ich. Was hat denn unser Waffenknecht hier? Vergeltung, Verteidiger, Rampart. Wir haben eigentlich schon so viele von denen. Da bräuchten wir jetzt, glaube ich, keinen Zusatz. Aha, Kampfheilung und Heilige Lanze. Das ist doch mal was. Feindreh. Furcht vor Menschen. Ja, dich hole ich mit. Wieder nach Klasse sortieren, bitte. Okay. Ich glaube, ich weiß, wer ins nächste mitkommt. Wer ins nächste mitkommt. So, wir haben jetzt 11. Wir könnten noch einen holen, aber keinen von denen, um ehrlich zu sein. Wir können mal in den Nomadenwagen nochmal gucken. Das ist mir eindeutig zu teuer. Wir haben auch nicht so viel Geld, um ehrlich zu sein. Wir brechen auf.